Das ist die traurigste Minecraft-Animation auf der ganzen Welt. Schau bis zum Ende, um nicht zu verpassen, ob ich weinen werde. Wir sind hier gerade am Start in dem Minecraft-Dorf und guck mal, da ist ein obdachloses Kind, Freunde. Oh, und er fragt nach Hilfe und keiner hilft ihm, ne? Kein Villager gibt ihm irgendwas ab. Oh, er lässt das Brot aussehen fallen, ne? Und nimmt ihn das wieder weg. Oh, Freunde, das arme Kind ist obdachlos und möchte nur Hilfe bekommen, ne? Ey, ich denke, wir werden in diesem Video noch ein Happy End sehen. Hoffentlich auf jeden Fall, ne? Deswegen bleibt dran, um das nicht zu verpassen. Guck mal, wie traurig der ist. Und guck mal hier. Leute, den kennen wir doch. Den haben wir schon mal gesehen. Das ist hier diese Mutter mit dem hier Steve-Dingens. Steve, Leute. Kleiner Steve. Der sieht, dass dieses Kind gerade am Weinen ist und obdachlos. Und er sagt, guck mal, Mama. Bitte kauf mal ein Stück Brot für den Jungen da hinten. Das wäre super. Oh, okay, sie sagt, okay, das ist doch echt gut, Leute. Das heißt, hier wird der kleine Junge jetzt wahrscheinlich ein bisschen Brot bekommen, ne? Boah, sogar richtig viel. Brot und Hühnchen. Oh, lecker. Boah, der war ja richtig hungrig, Leute. Der war ja richtig hungrig, ohne Spaß. Oh, okay, dann geht mal ruhig weiter jetzt hier. Und er trägt einfach alles aufgegessen, ne? Boah, okay. Es ist auf jeden Fall erstmal gesättigt, ne? Aber wir sind jetzt hier leider schon wieder weitergegangen, Leute. Also er kann sich gar nicht bedanken. Und die sind alle, guck mal. Die mögen ihn alle gar nicht. Und am liebsten wird er gerne bei denen sein, ne? Das heißt hier, rennt er jetzt hinterher, Leute. Und verfolgt ihn bis nach Hause. Oh, hallo. Hallo, Kollege. Ah, guck mal. Der Vater. Vater Steve und Sohn Steve. Steve Junior, Freunde. Und da, guck mal, ist das kleine Kind, ne? Leute, das kleine Kind. Der kleine Andy. Leute, der kleine Andy ist obdachlos. Und er sieht jetzt, wie so eine Familie hier schön Wohlstand, eigenes Haus, Essen und sonst was zu Hause hat. Und er leider nicht. Oh, oh. Da ist ein Wolf, Leute. Ein Wolf, der ihn anscheinend gerade beißen möchte. Schnell. Andy, kletter auf den Baum hoch. Oh, oh, Leute. Andy. Er ist ganz oben und ist ganz traurig, ne? Und muss jetzt wahrscheinlich oben im Baum irgendwie... Er muss jetzt auch noch zusehen, wie die da jetzt die ganze Zeit so genießen. Und oh, ist voll kalt, Leute. Ihm ist mega kalt. Und was ist da unten? Kommt, ist der Wolf weg? Denkst du, du kannst wieder runtergehen? Denkst du, der Wolf ist weg? Und, ist er irgendwo? Was ist das? Hört ihr das, Leute? Ach, die Familie ist am Spielen. Die kämpfen so gegeneinander, Leute. Steve Junior gegen Steve Senior, ne? Oh. Und guck mal, da im Hintergrund ist der, Leute, Andy. Andy ist ganz traurig, dass er keine Familie hat und obdachlos ist, ne? Oh, oh. Das war, glaube ich, gerade ein Zombie, ne? Oh, oh. Da sind Zombies, Andy. Ich würde da nicht hochgehen. Geht da doch nicht hoch, Andy. Was machst du denn? Du kannst da doch nicht hochgehen, wenn da oben Zombies sind. Oh, hier ist sogar eine Fackel. Also eigentlich können da keine Zombies sein. Hä? Was ist denn da? Wow, ein Minenschacht. Anscheinend, Leute. Auf jeden Fall kann man da mit einem Minenkart runterfahren. Oh mein Gott, da sind ganz viele Zombies. Oh, oh. Ich würde da nicht hingehen, wenn ich du wäre, Andy. Ja. Oder? Was hat er jetzt für eine Idee? Er hat jetzt anscheinend... Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, was, Leute? Der ist... Ich habe gar kein Mitleid mehr mit dem. Wisst ihr, was der plant? Der möchte das Kind entführen, das an die Zombies verfüttern und dann als Ersatzkind sein. Das ist nicht sein Ernst, oder? Ey, Leute, ohne Spaß, ne? Das ist ja richtig uncool von dem. Ja. Ey, was? Ohne Spaß, Leute. Er sagt, komm, lass uns spielen. Und die Mutter sagt, natürlich. Ey, nein. Jetzt wird es erst richtig traurig, glaube ich, ne? Was? Oh, Leute, guck mal hier. Zack, bam. Kämpfen die gegeneinander. Bam, bam. Und? Bam. Oha, aber das Ding ist, Andy ist schwacher als kleiner Steve, ne? Steve ist zack. Steve ist einfach viel, viel besser als der. Also will er bitte schön Steve überwinden, Leute, frage ich mich, ne? Das schafft er gar nicht. Was hat er jetzt? Nein, ein Stein.
Oh mein Gott, er wirft ihn Sand ins Auge. Was? Und jetzt tritt er in ein Bein? Oh, was macht er denn jetzt, Leute? Hä? Er hilft ihm wieder. Ach so, okay. Also es war anscheinend... Ist jetzt nur Spaß oder so. Er sagt, komm, lass mal da reingehen in die Höhle. Oh, oh. Leute, ich glaube, wir müssen ihn jetzt da reinlocken, ne? Und am Tag sind ja keine Monster. Die kommen ja nur in der Nacht meistens. Uiuiuiui. Das ist Minenkart. Guck mal, die können Minenkart fahren, Freunde. Er sagt, aha. Er sagt, wir müssen rechts lang. Links ist nicht. Okay. Hier kann man auf jeden Fall. Ja. Oh nein. Nein, Leute. Nein, das macht er jetzt nicht, oder? Nein! Nein! Steve! Das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Oh mein Gott. Er sagt, die waren zusammen in der Höhle. Und dann kam ein Zombie. Und der hat... Und Steve wollte ihn angreifen und wurde aber vom Zombie gegessen, ne? Und er probiert den Zombie aufzuhalten und wurde dann ausgenockt anscheinend. Das ist anscheinend seine Story, Freunde. Was? Ey, was? Oh mein Gott. Ey, der hat ihn einfach umgebracht, Leute. Ohne Spaß. Und die denken jetzt, es war ein Unfall oder so, ne? Und kümmern sich jetzt um den, ne? Ey, das ist so, ey, böser Andy. Steve ist gar nicht draufgegangen, Freunde. Oh, oh. Trotzdem kommen die Zombies. Oh nein, Steve. Lauf weg, schnell, Steve. Hau ab. Ey, ohne Spaß. Ich hoffe, der eine kriegt seine gerechte Strafe, ne? Oh, oh, Steve. Geht er weiter in die Höhle rein? Nein, hier ist eine Sackgasse, ne? Oh nein, er ist in der Sackgasse und die Zombies kommen, Leute. Oh, oh, was macht er jetzt am besten? Was kann er mit der Fackel machen? Er nutzt die, um die Zombies abzuwerfen damit. Wow! Er hat die in Flammen gesetzt. Alter, Steve ist da richtig gut, Leute. Ohne Spaß. Okay, jetzt... Oh, was ist das denn? Aha, er hat anscheinend sogar eine Mütze mit Lampe... Und sogar noch eine Spitzhacke, ne? Und die Lampe funktioniert sogar. Das heißt, Steve kann es irgendwie schaffen, aus der Mine sich rauszugraben, ne? So, genau. Geh ruhig weiter rein. Kommt er nicht wieder nach draußen, Leute? Und guck mal, dem geht es natürlich jetzt richtig gut, ne? Die Mutter noch ihr Herz gebrochen. Der Vater Herz gebrochen. Und was macht er jetzt? Er sagt, komm, lass uns gegeneinander kämpfen. Und der Vater sagt, ja, okay. Komm schon, wir kämpfen jetzt gegeneinander. Und jetzt, nein, locker wird gleich der Sohn sehen, Leute, dass er sich so richtig ersetzt fühlt dann, ne? Und der Mutter gefällt es auf jeden Fall. Und er ist hier noch am rausgraben, ne? Oh, ist natürlich... Oh nein. Oh mein Gott, ein River-Skelett? Schnell, grab dich zu, Kollege. Grab dich zu. Da ist schon Sonnenlicht. Schnell, komm raus. Schnell, 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 schnell. Mach zu, mach zu, mach zu. Oh mein Gott. Okay, er hat es geschafft, Leute. Er ist einfach rausgekommen. Aber der wird jetzt auch locker sehen, dass der... Ja. Er denkt natürlich jetzt gerade... Oh nein. Jetzt ist er richtig wütend, ne? Jetzt ist er richtig wütend. Oh, oh. Die Mutter kommt gar nicht klar. Was macht der jetzt hier, der Vater? Tja, kannst mal sehen. Steve ist wieder zurück und er weiß natürlich, dass er ihn... Bam, es wird gegeneinander gekämpft. Zack, zack. Alter, jetzt gibt's Ärger für Andy, Leute. Jetzt gibt's richtig Ärger für Andy. Oh, oh. Bam! Was, die hängt im Boden jetzt fest? Oh, nein. Oh! Was? Als ob wir das jetzt machen... Er nimmt jetzt auch hier. Zack. Sand ins Auge. Jawohl. Und Andy fällt. Andy fällt. Oder? Rettet er ihn? Er rettet ihn. Oh mein Gott. Er ist trotzdem sehr wütend, Leute.
Lässt er ihn fallen? Oder lässt er ihn nicht fallen? Er sagt, bitte nicht. Bitte nicht. Was? Er hat selber losgelassen? Oh nein. Oh mein Gott, er ist gerade in Erinnerung, wie er jetzt die ganze Zeit... Wie gut es dem ja quasi ging, ne? Und jetzt? Oh, Andy. Oh. Andy ist ins Wasser gegangen, aber er kann doch gar nicht schwimmen, Freunde, oder? Er kann doch gar nicht schwimmen. Wo ist Andy? Ja, aber erstmal kann er seine Eltern wieder sehen. Das ist auf jeden Fall auch echt sehr gut, ne? Aber ist Andy jetzt... War es das jetzt mit Andy, Leute? Oh mein Gott, das war's einfach mit Andy, ne? Da ist Andy, Leute. Der schwimmt jetzt hier einfach irgendwie gerade. Oh, er lebt noch. Oh, vielleicht sehen wir eine Fortsetzung, Freunde, von Andy. Oh mein Gott, wird er vielleicht wieder böse Dinge tun? Oder wird er diesmal was anderes machen, Freunde? Das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal erfahren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas noch mehr sehen möchtet. Checkt unbedingt beim Wüste aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.